kultureller Kampf, eine kulturelle Auseinandersetzung, mit der wir es zu tun haben. Es gibt einige, die eine inklusive Gesellschaft formen wollen, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben und Pflichten haben in dieser Gesellschaft. Und es gibt andere, die wollen zurück in die Vergangenheit. Natürlich muss auch Politik Rollenvorbilder sein. Jeder, der irgendwie in irgendeiner Öffentlichkeit steht, der muss genau auch das tun, was er tun kann oder sie, um genau dazu beizutragen und das auch wie selbstverständlich auch zu leben und mehr Toleranz auch zu schüren. Es ist halt eben ein dickes Brett, was wir in diesen starren Köpfen nochmal bohren müssen, aber dafür sind wir ja heute auch alle auf der Straße. Wir müssen vor allen Dingen aber auch da, wo die Politik direkt was verändern kann, mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist nämlich gerade im Bereich Verwaltung. Und ich glaube, da braucht es ziemlich viel an Diversity Management. Also ich weiß beispielsweise, dass in Trier sich die Stadt Beratung vom Schmitz e.V. holt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, damit Outing gelebt werden kann, damit es Unterstützung am Arbeitsplatz gibt. Wenn wir da von der öffentlichen Hand dann mit Vorbild vorangehen, dann können wir auch ein Zeichen Richtung Wirtschaft setzen. Ich denke, wir müssen da als Gesellschaft einfach nochmal uns weiterentwickeln tatsächlich, dass wir da vielleicht in 10 Jahren, wenn wir hier nochmal stehen sollten, sagen können, jetzt haben wir Level Playing Field für alle Menschen, alle Geschlechter haben wir erreicht. Es gibt 4 Parteien, die viel machen wollen und es gibt eine Partei, die es ganz bewusst nicht geschafft hat, in so einem Grund in ihr Wahlprogramm was reinzuschreiben. Und wir müssen alle davon ausgehen, dass sie es deswegen gemacht haben, um für Menschen wählbar zu sein, die gegen uns sind. Warum habt ihr es nicht geschafft, zumindest einen Satz in 140 Seiten unterzubringen, dass ihr irgendetwas für uns tun wollt? Gut, wir haben ja in der letzten Legislatur viel gemacht. Die Frage war, warum habt ihr im Wahlprogramm nichts reingeschrieben? Kein einziges. Wir haben beim Adoptionsrecht viele Dinge geändert. Wir haben auch entsprechende Unterstützung in allen Programmen auch zugesagt. Und von daher sind Dinge passiert.